Teil 2, eine binäre Entscheidung. Prolog. Was haben Sie gedacht? Haben Sie überhaupt was gedacht? Ich habe eine Spur verfolgt. Sie hat mir geholfen. Sie ist eine entflohene Mordverdächtige, verdammt nochmal. Ich habe versucht, diese Menschen vor den Cleanern zu retten. Die zwei Fälle hängen zusammen. Meiner und Wintersons. Die Cleaner haben Senator Gate umgebracht. Sie hängen zusammen. Winterson kann sie beide haben. Sie unterstützt sie nicht. Ich habe nur meinen Job gemacht. Tut mir leid, Ihnen das anzutun, Payne, aber es ist zu Ihrem Besten. Geben Sie mir Ihre Waffen. Ich setze Sie an einen Schreibtisch. Schreiben Sie mir einen Bericht über die Vorkommnisse in der Upper East Side. Verbrüderung mit dem Feind. Ich war zu weit gegangen. Der Augenblick vor dem Fall, wenn der Zeichentrick-Coyote bemerkt, dass er nicht schwerelos ist. Gehen Sie mal zu einem Psychologen. Sie haben es nötig. Wenn Sie bereit sind für die anonymen Alkoholiker, kommen Sie zu mir. Nehmen Sie sich ein Herz. Und schicken Sie mir jemanden, der mir bei der Sauerei hier hilft. Ich war wütend. Auf mich, auf Bravura, auf Mona. War sie das alles wert? Ich meine, man muss ja so sehen, ne? Bravura will uns nur helfen. Ich beneide dich nicht. Der Boss ist stinksauer. Hat keinen Sinn, da jetzt aufzuräumen. Soll sich erstmal was abkühlen. Schreib lieber diesen Bericht. Hauen Sie ab, ich hab zu tun. Er beruhigt sich schon wieder. Degradiert sich selbst vom Deputy Chief zum Lieutenant, nur um dem Mann auf der Straße nahe zu sein. Wenn du mich fragst, liebt er uns alle mehr, als ihm gut tut. Der Sprecher der anonymen Alkoholiker, hat er dir das auch geraten? Das muss man ihm lassen, hat die Flasche besiegt. Aber sowas vergisst man nicht. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, Bravura ist der Einzige, der wirklich zu uns hält, ne? Ich meine, in der ganzen Geschichte ist, glaube ich, Bravura der Einzige, der uns zu uns hält. Aber wir wissen es ja schon, Leute, der stirbt ja höchstwahrscheinlich. Oder wird er, ja, ich glaube, der stirbt. Also hat man ja im ersten Teil, in der ersten Folge leider schon gesehen. Das war ja die Zukunft, da hat man gesehen, dass er stirbt, sterben wird. Wie du die Teile deiner Frau und des Pizzaboten und einem Rosenbusch im Hinterhof vergräbst. In der Wanne liegt eine blutige Kettensäge und beide scheinen in deinem Bett erschossen worden zu sein. Die Mordwaffen sind voll von deinen Fingerabdrücken. Und du sagst, du warst es nicht. Nein, Mann! Ich bin das Opfer! Jemand will mich fertig machen! Ich war zu nah an der Wahrheit, also mussten sie mich loswerden. Das klingt gut. Deine Frau und der Typ vom Pizzaservice wollten dich loswerden? Nein, nein! Ja, ja, sie wollten mich erledigen! Schweinehunde! Sie wollten mich umlegen, mein Geld stehlen! Das war Selbstverteidigung! Gut, deine Frau und der Pizzatyp sind in dein Bett eingedrungen und du hast sie getötet. Nein, ich bin kein Mörder! Es ist ein Komplott! Hören Sie denn nicht zu? Okay, ich verstehe. Deine Frau und der Pizzatyp konspirieren, um dich auffliegen zu lassen. Töten sich selbst in deinem Bett mit deiner Waffe, zerlegen sich in der Badewanne mit der Kettensäge in Stücke und locken dich in den Hinterhof, wo sie seelenruhig unter dem Rosenbusch liegen, dich voll Wie pumpen und als du dich nicht wehren kannst, spritzen sie dich voll Blut und rufen die Polizei. Hab ich was vergessen? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber sie waren es nicht alleine. Das Ganze ist viel größer. Praktisch jeder Lieferservice ist darin verwickelt. Das heißt, dass die Regierung mit drin steckt. Der Postbote hat mir alles erzählt. Also müssen wir nur diesen Postboten finden, um alle Beweise zu kriegen. Das wird nicht gehen. Er ist tot. Der Postbote ist tot. Ich schätze, der Staatsanwalt würde es anerkennen, wenn du jetzt auspackst und verrätst, wo du seine Leiche vergraben hast. Schätze, es ist nicht der gleiche Rosenbusch. Sehen Sie, was ich meine? Davon rede ich ja. Sie hören nicht zu. Ist alles viel schlimmer, als Sie glauben. Okay, und wie soll's jetzt weitergehen? Geben Sie mir eine Knarre und lassen Sie mich laufen. Ich kann das alles aufklären. Okay, Kumpel, die Komödie ist vorbei. Sei mal einen Moment still, damit ich das Zeug aufschreiben kann. Ach Mensch. Wie soll man hier überhaupt irgendetwas finden? Ach ja, also ich mag einfach, wie Remedy Spiele macht. Ne? Ich finde das Spiel so unheimlich genial.
Da finde ich so unheimlich genial. Sie machen einfach aus so ganz einfachen, eigentlich langweiligen Szenarien, also auch so, die unsere Wohnung. Das wäre ja eigentlich so ein normales Ballerszenario, ne? Hätte man ja einfach so ein Ballerszenario, wäre gut gewesen, wäre selbst dann wäre es gut gewesen. Aber nein, sie versuchen jedem Level so ein bisschen ihren eigenen Kern zu geben, so ein bisschen ihr eigenes Merkmal. Ich freue mich sehr auf den nächsten Level, auf die folgenden Missionen. Leider ist es halt nicht mehr so kreativ. Heutzutage ist es immer viel Third Person Shooter so, ja, hier ist ein Raum, hier ist 20 Gegner, der 21. ist sehr brutal und die 20 sind halt normal und die knallst du alle ab und dann bist fertig. Dieses Spiel ist wieder kreativ. Ah, ich liebe es einfach so. Alles hängt zusammen. Der Mord an Senator Gate, Entschuldigung. Die Cleaner, der innere Kreis, Vinigonity. Ich musste Winterson aufklären. Wintersons Telefon läutete. Sie war nicht an ihrem Platz. Wintersons Apparat? Wow. Hol besser Winterson. Sie ist etwas heikel mit ihren Anrufen. Ich glaube, sie ist im Vernehmungszimmer und nimmt eine Zeugenaussage auf. War die nicht mal scharf auf dich, Payne? Ich habe gehört, sie hat einen neuen Freund. Es tät ihr gut, mal flachgelegt zu werden. Das entspannt. Es heißt, sie hat ihren Ehemann vor einiger Zeit vor die Tür geworfen, kümmert sich jetzt allein um ihr blindes Kind. Kein Wunder, dass sie angespannt ist. Wie auch immer, sie redet im Vernehmungszimmer mit einem Augenzeugen. Mhm. Nummer 1, danke, Sie können zurücktreten. Die können Sie durch das Glas nicht sehen. Nehmen Sie sich Zeit. Schauen Sie, ob Sie eine von Ihnen erkennen, okay? Ja, okay. Nummer 2, Vortret, sagen Sie den vorgegebenen Satz. Ich kann nicht lesen. Wiederholen Sie den Satz, den Nummer 1 gesagt hat. Meinen Sie, ich hätte zugehört? Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Dämlich. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Danke, zurücktreten, Nummer 2. Nummer 3. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Sollte ich nicht die Typen in den Arbeitsanzügen identifizieren? Das hat Sie nicht zu interessieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Erkennen Sie eine von Ihnen wieder? Ja, Nummer 3 war's. Danke. Wir sind fertig. Bringen Sie sie weg. Okay, Ladies, ihr habt sie gehört. Hier lang. Sie können hier warten. Jemand wird Sie abholen, sobald der Papierkram erledigt ist. Ich wollte Ihnen helfen, Max, aber Sie wollten nicht hören. Jetzt ist es zu spät. Ich musste mit Wintersons Zeugen sprechen, sobald sie mit ihm fertig war. Das hier ist wichtig. Zu spät, Payne. Ich war auf ihrer Seite, Payne. Aber sie haben ihre Wahl getroffen, ganz auf ihre Art. Ich habe zu tun. Verschwinden Sie. Hä? Ich soll doch sagen, dass sie mir angerufen hat. Soll ich jetzt nicht sagen, dass sie mir... Hä? Hab ich das verstanden? Detective Payne, haben Sie noch was hinzuzufügen? Wie ich Ihrer Kollegin versucht habe zu sagen, es wimmelte überall von Typen in grauen Overalls. Die haben da tot sicher nicht sauber gemacht, aber sie war nicht allzu scharf drauf, mir zuzuhören. Schwer zu sagen, wer da wen töten wollte. Aber die Tussi und die Typen in den Overalls haben aufeinander geschossen. Okay, danke. Nein, danke Ihnen. Danke sehr. Sie gehen in den Bau, beide. Payne war bei ihr, als sie verhaftet wurde. Mit wem sprechen Sie? Sie geben Informationen weiter. Bravura lässt Ihnen zu viel durchgehen. Ich habe die richtigen Leute in Kenntnis gesetzt. Lassen Sie die Finger von meinem Fall, Max. In Ihrem eigenen Interesse. Alles hatte in Schwarz-Weiß begonnen. Irgendwo unterwegs waren die Grenzen verwischt worden. Die Farben verliefen, wurden schmierig und grau. Niemals hätte ich Winterson verdächtigt. Es war wie ein Abschied. Oh oh. Ja, Winterson. Große Eröffnung meines Restaurants ein. Wodka. Kommen Sie, machen Sie eine Szene. Und man wird Sie sehen, so klar wie Wodka. Wodka, Deal,
Anmut und Geschmack. Eröffnung in Kürze. Wer ist der Mann, der nichts zu verlieren hat? Wer ist der härteste, schädelspaltende, sprücheklopfende Schurke im ganzen Ghetto? Genau, Max Payne! Justice! Halt doch. Clean Sing Reinigungsprodukte. Reinigen Sie mit uns, wenn es mal wieder zur Sache ging. Rufen Sie 555 Clean. Clean Sing Reinigungsprodukte. Sorry, Payne, Ihre zu spät. Wahl. Hab mir wenn gerade die letzte Tasse genommen. Du kannst jederzeit welchen kochen, Payne. Ah, leck mich doch. Ein Junge. Ah, okay, dann gehen wir runter. Das macht dich ja. Okay, also mein Freund, dieser verdammte Loser, sitzt den ganzen Tag auf seinem Arsch und spielt diese Videospiele. Wissen Sie, Dick Justice und so ein Kram. Geht nicht arbeiten, will nicht auf mich hören. Ist leider kein Verbrechen, ein Loser zu sein. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin's also echt leid. Nehme den Fernseher und werfe ihn aus dem Fenster. War ja meiner. Ich kann damit machen, was ich will, oder? Solange niemand verletzt wird. Hab ich ihm auch gesagt. Er ist eigentlich mein Ex. Aber jetzt droht der Psycho, mich umzubringen. Das ist doch ein Verbrechen, oder? Er hat verdammt lang diese Spiele gespielt. Er ist ein ziemlich guter Schütze. In den Nachrichten sagen sie, der Controller ist wie eine Waffe. Sie müssen mir helfen. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, wir setzen sich einen Moment hin. Wir notieren Ihren Namen und Adresse und sehen, was wir tun können. Okay. Haben Sie das gehört? Die Leute werden heutzutage mit Videospielen umgebracht. Willkommen in New York City. ja, ne? Der 2 und 4, ich will nur das Spiel rauskommen. 10-4. Etwa. Wiederhole. Alter, können Sie das geil bestätigen? Okay, bleiben Sie dran. Fahren Sie fort. Negativ. Können Sie die Adresse bestätigen? Verstanden. Können Sie das Kennzeichen wiederholen? Untersuchen Sie weiter. Also ich finde das voll cool gemacht, ne? Hier ist die Notfallzentrale, also ich finde sowas, Alter, ich finde das total toll. Guck mal hier rein, was ist hier so? Briefing, ah, geil. Wenn ich mich hier reinstellen, ja, na gut. Kann man jetzt irgendwie umschalten? Was? She made me die? Was? Ja, kann ich lesen. Okay. Hätte keine Angst, nach Hause zu gehen, wenn du dort wärst. Ich kann dir meine Nummer geben, falls du mal mitten in der Nacht jemanden beschützen musst. Okay, ich ruf mich an. Ehrlich, Max, könnte was echt gut gebrauchen. Eine Frau. Aber eine Frau, die jetzt vielleicht nicht gerade. Verdammt nochmal! Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich hab hier noch zu tun. Der liest Zeit oder Wechsel. Alter, guck dir das an. Am Scheiße. Ist so, ihr so hardcore kacken gehen und der erstmal Zeit und lesen. Ach, geil. Was für ein Wechsel. Was ist denn hier hinten? Können Sie das bestätigen? Weiß ich auch gar nicht. Wo muss ich denn hier nicht hin? Ich laufe wie ein Windows-Zielos durch die Gegend. Hier lang? Ich wollte einfach nur fort von hier. In die Nacht verschwinden. Ich konnte es nicht. Die Gegenüberstellung war vorbei. Mona war wieder in ihrer Zelle. Die Zellen waren unten. Ja, danke, dass du mir jetzt sagst. Das ist mir jetzt auch klar. Gut. Ja. Aber ganz ehrlich, man kann solche geilen Level echt immer dazu nutzen, sich mal wirklich umzugucken. Weil ich glaube, heutzutage irgendwie ist sowas irgendwie immer seltener. Sich tatsächlich mal für ein Level so Zeit nehmen, mal wirklich mal umzugucken. Das machen heutzutage die Spiele ja auch gar nicht mehr. Da schießt du dich halt teilt durch die Gegend. Meist gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen, ne? Ich will jetzt hier nicht. Drücken Sie den Sommer an der Tür. Petersburg wird Ihnen öffnen. Payne hier. Ich brauche eine Aussage von einer Ihrer Insassen.
Danke, Petersburg. Herr Petersburg. Mona 6. Die letzte Zelle auf der linken Seite. Mona 6, hä? Glückspilz. Die würde ich auch gern mal etwas ausquetschen. Ja, ein echter Hingucker. Hat sie jemanden umgebracht? Passen Sie besser auf, Payne. Nur so ein Gefühl. Nicht schon wieder. Max, Sie müssen mich hier rausholen. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Wenn ich bleibe, sterbe ich. Ist das nicht etwas melodramatisch? Hinter Gittern bin ich leichte Beute. Sicherer könnten Sie gar nicht sein. Kommen Sie, Max. Jeder dieser Cops könnte vom inneren Kreis bezahlt werden. Sie sollten das wissen. Was soll das heißen? Sie kennen Alfred Woden. Sie wollen antworten? Rufen Sie ihn an. Er kann alles bestätigen, was ich gesagt habe. Okay, das werde ich tun. Ich wollte nichts mit Woden zu tun haben. Ich hätte ihn sofort anrufen sollen, als der innere Kreis erwähnt wurde. Wie die Lady sagt, wir werden alle sterben. Kotze ist nicht schön, aber sie lügt nie. Mir wäre lieber, wenn wir jede Nacht Hannibal Lecter in Verwahrung hätten. Solange der seinen Mageninhalt bei sich behalten würde. Alter. Die Tür zur Garage der Polizeiwache war versperrt, außer wenn Kriminelle in Arrest gebracht wurden. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen. Da ist eins. Nehmen Sie das. Was? Durch die Tür hinter Ihnen? Was? Wo muss ich denn da hin? Wie beschissen ist das denn? Ziemlich beschissen. Das kannst du laut sagen. Ich meine, ich sitze in einem gestohlenen Wagen. Will mir gerade den Kofferraum mit illegalen Waffen vollpacken. Ich hab sie noch nicht mal. Zu diesem Zeitpunkt bin ich, abgesehen von der Karre unter meinem Hintern, ein gesetzestreuer Bürger. Bin nur unterwegs, die Waffen zu holen. Oder halt mich die Bullen an. Das ist voll beschissen. Ja, ich sag's ja. Das hab ich auch gedacht, als sie mich anhalten. Wie beschissen ist das denn? Und was soll ich dir sagen? Der Wagen ist denen doch total egal. Ohne Scheiß? Das ist ja die Ironie. Irgend so eine ohne Alkohol am Steuerkampagne. Alles, was die wollen, ist, dass ich in Röhrchen blase. Ohne Scheiß? Wenn ich dir sage, ich war erleichtert, mache diesen verdammten Test. Und als schon alles vorbei ist, die wollen mich gerade weiterwinken. Oh oh. Da entdeckt der Bulle etwas, das unter dem Sitz hervorschaut. Game over. Was? Eine verdammte Knarre. Wusste nicht mal, dass die da war. Musste dem Besitzer gehören. Nicht lizenziert. Entpuppt sich als eine Mordwaffe. Wie beschissen ist das denn? Das ist echt beschissen. Und warum bist du hier? Wäre ich besoffen gefahren. Oh, das ist echt beschissen. Das ist echt beschissen. Oh Gott, dieser Humor. Ich liebe diesen Humor. Ich muss telefonieren. Nehmen Sie das Telefon. Werfen wir noch ein paar Körbe? Na da. Nicht zockig. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Woden, Max Payne. Wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Ah ja. Mein Gott! Eine Bombe, das war eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass sie leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell mal fallen lassen! Ah! Bewaffnete Eindringlinge! Im Zellenbereich! Erledigt ihn! Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! NYPD, Waffen fallen lassen! Ah! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Na, das ist ja einer. Hilfe! Hilfe mir! So, erstmal die weg. Ach du Scheiße. Na gut. Ich hab's drin! Sie sind alle tot! Nimm ein paar Magentabletten! Wow! Ja.
Lol, ja, ja. Ist da wer? Officer getroffen! So. Ich hab's gesehen! Ja, ja. Oh, die sind auch schon tot. Die sind alle tot. Naja. Ich hab ja eine Zelle, Kotzi. Nicht noch einmal. Oh Gott. Was? 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 Ja, ist überhaupt nicht übertrieben. Zum Glück gar nicht. So, erstmal ihn hier. Und jetzt kommen auf einmal gleich Tausende. Swap übertrieben oder so. Und ja, nein, dieser nicht. Oh wow, jetzt sterbe ich in der Granate. Wow. Hätte ich überlegt. Okay. Ey, das ist überhaupt nicht übertrieben, oder? Also, das Spiel ist überhaupt nicht übertrieben. Ich finde es gut, dass das Spiel nie übertreibt mit den Gegnern. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, jetzt kommt die. Wir haben gespeichert, also alles gut. Was? Wer ich? Lüge, ich bin kein Feigling. Wer hat mich denn noch? Feigling! Warum bin ich ein Feigling? Oh wow. Ja, es ist ja überhaupt nicht irgendwie, weil es halt übertrieben. Ach du Scheiße. Kriegst du nicht tot! Jetzt sind wir nicht wieder eine Granate. Bitte stopp. So, reicht das jetzt? Dumm. Also ich krieg so ein, ich krieg so ein paar Max Payne 3 Flashbacks zwischendurch, ne? Also Max Payne 3 Erinnerungen, Flashbacks nicht. Erinnerungen so, ne? Wo man ein bisschen so merkt, aber gut. Hier zu bleiben eingeschaltet hinter einem Tresen hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopflock auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinny Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Mona Sex? Ich kenne sie, ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Bitte was?
Kapitel 1, die Dinge, die ich will. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will, von Max Payne. Eine Zigarette, ein Whisky, dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Hier lang! Ja, ich komme ja schon. Max! Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar. Danke! Dass sie mich jetzt angreift. Was? Da oben. Arschloch. So, sie oh, wenn man nicht aus dem Kopf. Kann ich verstehen. Arschloch. Sie ich ging ganz mir nicht aus speichern. In Deckung! Was? Hier geht los, in die Luft. Ja, alles. Aber so wirft. Sie wollten mich töten. Ich musste verschwinden. Ja, also mein altes Ziel ist immer mal. Aus dem Kopf. Ja, ich weiß. Als Ziel ist immer echt kompliziert. Also es ist so. Ja. Es ist besser geworden als im ersten Teil, aber. Weil ich jetzt sagen, das Ziel ist jetzt so nice, nee. Ja, es ist immer noch etwas hakelig. Also. Gerade wenn man im Vormgegner steht. Ja, kriegt man nicht so. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Oh ja. Ich weiß, ich will jetzt nicht jedes Mal hören, ich wollte das auch mal. Muss mir jetzt nicht jedes Mal sagen, dass du deine. Dass du sie gern hast. Ja, dann wirst du doch gleich in meine Fresse. Was hast du da gemacht? Oh ne, jetzt ist er noch abgehauen. Oh, ich bin doch niemals tot. Ah, ja, kannst du mal sterben? Danke. Oh, ey, das Ziel ist man immer noch. Also, es ist besser geworden, auf jeden Fall. Man merkt. Die Killernutte! Das ist auch nur ein toller Satz. Was machen Sie hauptberuflich? Hauptberuflich bin ich Killernutte. Okay. Hauptberuf. Hey, was zum Teufel? Alles fällt um! Schieß! Aufhalten. Jetzt hätten sie mich irgendwie nicht mögen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Pass auf. Schieß! Die Augen aufhalten. Der Erste. Gib mir den Kopf! Aufpassen! Feigling! Ah, warte, kann ich euch gut killen. Wie weit mit das? Verstecken ist sinnlos! Ja doch, könnt ihr schon. Cleaner war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck.
Noch mehr. Das ist eine ganz, ganz eine schlechte Deckung. Von wo, von wo, von wo? Sehe ich gerade nicht. Hallo? Ist das cool? Die beste Serie über. Das war natürlich toll. Danke. Nein, was? Nein, das so. Was? Wow. Was? Der lebt noch? Na klar. Du willst nichts werfen. Du auch nicht. Hier geht gleich alles in die Luft. Ja, ihr mit euren Schissgranaten. Ja, okay. Das, so kann man es natürlich auch lösen. Danke sehr. Ich habe keine Munition mehr, doch für die. Also man kann ja tatsächlich nur zielen mit diesen Hilfsmitteln. Und ohne die Hilfsmittel, also ohne dieses Bullet Time und so ein Scheiß, wäre das Spiel 10.000 Mal schrecklicher. In Deckung! Ich meine, das Spiel funktioniert auch nur mit Bullet Time. Das ist ja Max Payne 3 ja nicht so. Ja, man, oder man rennt einfach. Was erlebt noch? Oh ne, ich hab da vergessen zu speichern. Ah, ja. Toll. Soll man nämlich entkommen. Ja, danke. Das Problem ist, es ist immer noch. Also, es fühlt sich schon besser an, aber. Ja, ich meine ja. Dann kann er mit dem System auch einer. Yeah! Das war genau so geplant. Wer hat der denn? Das muss ich. Warte, wir haben ja die Screenshot-Funktion. Da gibt es einen Screenshot für. Ja. Wenn ich gespeichert habe, ich bei lieber nochmal. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie ist da oben! Achtung! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Du bist tot, Pain! Ich. Noch lebe ich. Gib mir den! Versuche es gar nicht erst, du stirbst sowieso. Und du auch. Also, ich glaube, noch nie so in einem Game hat sich die Kalaschnikow so mächtig angefühlt. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Guten Tag. Alles gut. Max, die Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Ah, danke. Max, Cleaner weiter vorn. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Alter, ist ja gleich erschossen, Alter. Oh ne, jetzt. Alter, ist ja gut.
Man merkt, die können es ja bald gar nicht mehr sein, oder? Was? Ja, danke. Vielen Dank auch. Wow. Also, wow. Danke, Spiel. Das, darauf kann man natürlich auch einstellen. Finde ich auch gut. Ich kann euch sagen, solche Szenen finde ich die am besten. Die sind aber wahrlich nicht mehr so oft wie im ersten Teil. So. Immer du stirbst. Die sind wahrlich nicht mehr so oft wie im ersten Teil. Da waren solche Szenen ja teilweise nicht manchmal. Da war es in dem letzten Spiel war es ja ganz schlimm, solche Szenen. Das war ja. Nochmal, hä? Nee, da hab ich gedacht. Okay. Ernsthaft jetzt, weil ich einmal neu lade. Ah, ja, Junge, es kann nicht sein, dass ich einmal neu lade. Ich will verrecken. Danke. Ich dachte eben, ich hätte mir Schaden genommen. Durch den Fall. Also warum nicht? Habe ich nicht. Oh, Max, da. Ja, kannst du da nicht hoch? Doch. Ach Mensch, Maxi. Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davonrasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehme ich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was Ihnen passiert ist? Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken.